Don John hier und heute geht es um die Power situativer Gesprächseröffner. Ich bin auf das Thema durch einen Coaching-Teilnehmer gestern gekommen, der immer mal wieder, anstatt direkt die Frauen anzusprechen, sie situativ eröffnet hat. Ich will das abgrenzen vom Indirekten. Ein situativer Gesprächseröffner ist wie folgt aufgebaut. Zum einen nimmst du Bezug auf die Situation, in der sich die Frau gerade befindet. Dann verknüpfst du es mit etwas Humorvollem oder mit etwas Komischem. Und wenn das schon reicht, wenn du merkst, dass die Frau dann schon weiß, was Sache ist, dann passt das. Dann gehst du von der Ansprechphase gleich in die Kennenlernphase über. Wenn das noch nicht reicht, wenn du merkst, die Frau ist noch trotzdem etwas überrascht oder verdutzt, dann wirst du noch ein direktes Statement hinterherwerfen, wie etwas wie, nein, Spaß, ich habe dich einfach nur gesehen und ich fand dich sehr attraktiv und das ist der Grund, warum ich dich anspreche. Da klärst du quasi die Situation auf, wenn du nicht schon nonverbal klar gemacht hast, was Sache ist oder wenn sie einfach zu sehr auf dem Schlauch steht und wissen möchte, was das Ganze soll. Die Vorteile des situativen Gesprächseröffners liegen auf der Hand. Zum einen, du brichst das Eis öfters mal schneller. Warum? Weil du mit etwas einsteigst, womit die Frau sich zu amüsieren weiß. Also sie ist ein bisschen, lacht ein bisschen, findet das witzig. Wenn du jetzt bam, so direkt in die Fresse sagst, hey, du bist sehr attraktiv oder ich habe dich einfach gesehen, kann es für die ein oder andere Frau etwas überfordernd sein und viele sind sowieso etwas überrascht. Wenn du stattdessen sofort mit etwas Situativem plus verknüpft mit etwas Komischem, etwas Lustigem einsteigst, dann brichst du das Eis schneller, die Frau lacht, dadurch hast du wieder ein positives Feedback, die Reaktion ist von der Frau positiv, das fällt dir dann wiederum leichter, dich besser auszudrücken und du kommst auch automatisch durch einen situativen Gesprächseröffner schneller in einen Gesprächsfluss und der Flirt wird einfach etwas knackiger, etwas lebendiger, anstatt wenn du jetzt immer wieder die gleichen Sachen bringst. Kann aber auch nur funktionieren, wenn du jetzt nicht immer einen und denselben situativen Gesprächseröffner bringst, sondern wirklich, wenn dir mal einer einfällt, dann bring ihn. Also ich würde dir auch raten, dass du hauptsächlich direkte Statements bringst, direkt die Frauen eröffnest, aber immer mal wieder, wenn dir einfach zufällig was einfällt, was in die Situation passt, dann bring es. Ein paar Beispiele, zwei von meinem Coaching-Teilnehmer gestern und zwei von mir. Die ersten zwei, der Coaching-Teilnehmer ist in ein Frauengeschäft reingegangen und hat gesagt, hier gibt es nur Frauenklamotten. Gibt es nichts für mich, oder? Wobei, wenn ich dich so anschaue, vielleicht ist ja doch was für mich dabei. Und dann hat er sich vorgestellt. Die andere Möglichkeit, im Supermarkt, da war eine Frau bei den Toiletten, beim Toilettenpapier gestanden, hat er gesagt, soll ich dir dabei helfen? Was brauchst du denn? Also ich kann dir das empfehlen, das ist sehr weich. Und dann fand sie es natürlich urkomisch, hat gelacht. Er hat sich dadurch auch etwas entspannt und konnte so das Gespräch schneller fortführen, weil das Eis einfach gebrochen war. Was ich auch immer gerne bringe, wenn ich im Buchladen bin, dass ich zu den Frauen hingehe und sage, hey, das Buch würde ich nicht lesen, da sterben am Ende alle. Und die Frau schaut mich so etwas verdutzt und überrascht an. Und dann sage ich, dann werfe ich eben das direkte Statement hinterher und sage, nein, Spaß, ich habe dich einfach nur gesehen. Ich bin gerade auf der Suche nach intellektuellen, schönen Frauen. Und deswegen dachte ich, ich muss dich einfach mal ansprechen. Hi, ich bin John. Eine andere Möglichkeit, ich gehe auch immer mal wieder in die Dessous-Läden. Da, wenn die Frauen was gerade raussuchen, sage ich, hey, an deiner Stelle würde ich eher das nehmen. Ich kann mir vorstellen, da siehst du besser aus, da könntest du mir viel besser gefallen als in dem Outfit. Und dann errötet sie leicht und wenn sie eine lockere Persönlichkeit ist, lacht sie und dann stelle ich mich einfach vor. Wenn sie etwas zu schüchtern ist, dann kläre ich die Situation auf, dann sage ich halt noch, nein, Spaß, habe dich einfach nur gesehen und fand dich süß, fand dich attraktiv, deswegen muss ich mal Hallo sagen. Ob du jetzt tatsächlich nach dem situativen Gesprächseröffner das direkte Kompliment noch nachwirfst oder nicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen, wie gesagt, die Frau weiß noch nicht, was du wirklich willst. Dann machst du das natürlich auf jeden Fall, dass du im Nachhinein noch sagst, nein, Spaß, habe dich gerade gesehen, fand ich einfach sehr attraktiv, deswegen muss ich Hallo sagen. Oder aber hängt auch von den Faktoren ab, wie du dich gibst. Wenn du schon etwas weiter fortgeschrittener bist, kannst du nonverbal sehr gut flirten. Das erkennt man daran, indem du intensiven Blickkontakt halten kannst mit einer fremden Frau, die du ansprichst, indem deine Körpersprache entspannt ist, indem du langsam sprichst und indem du so ein kleines Schmunzeln aufsetzt, die ganze Zeit, während du mit der Frau sprichst und spielerisch
spielerisches, so ein herausforderndes Lächeln. Nicht zu übertrieben, auch nicht zu zaghaft, aber einfach so ein kleines Lächeln. Das an sich sorgt schon für eine starke Ausstrahlung und die Frau ist nicht blöd, die wird auch in der Regel verstehen, was gemeint ist. Da brauchst du da nicht unbedingt noch das direkte Statement nachwerfen. Wenn du eben noch ein bisschen Schwierigkeiten hast, dich nonverbal klar auszudrücken, was du möchtest, dann machst du es sowieso und sagst, hey, nein, Spaß, hab dich gesehen und fand dich sehr attraktiv. Stellt sich nur noch die Frage, warum solltest du überhaupt einen situativen Gesprächseröffner bringen? In der Regel sage ich, mach einfach immer direkt und wenn dir mal aus dem Affekt ein situativer Gesprächseröffner einfällt, bring den, denn das ist noch ein zusätzlicher Boost, es wird noch besser ankommen. Aber mach jetzt auch nicht den Fehler, dass du jedes Mal verkrampft und verzweifelt nach einem situativen Gesprächseröffner suchst, während du eine schöne Frau siehst, denn was dann passieren wird ist, du sprichst entweder die Frau gar nicht mehr an, weil du einfach nicht weißt, was du genau sagen sollst und dann ist die Frau auch wieder weg. Oder aber du findest dann einen situativen Gesprächseröffner, hast dir aber so lange Gedanken gemacht, dass du einfach viel verkopfter in den Flirt reingehst. Das heißt, es kommt gar nicht so gut an. Und du solltest natürlich jetzt nicht solche Routinen entstehen lassen, dass du immer wieder die gleichen Gesprächseröffner bringst. Kannst du mal machen, aber wenn du es zu oft bringst, dann wirst du auch nicht mehr in diesen kreativen Fluss reinkommen. Das ist genau das, einer der Vorteile vom situativen Gesprächseröffner, indem er dir nämlich aus dem Affekt heraus einfällt, wirst du auch das ganze Gespräch oder der ganze Flirt wird sich ein bisschen knackiger anfühlen, ein bisschen lebendiger, weil du eben das situativ eröffnest, das ist dir gerade eingefallen und dann lacht sie womöglich, findet das witzig. Dadurch hast du nochmal ein positives Feedback von der Frau. Das erlaubt es dir wiederum, etwas dich besser auszudrücken, weil du die Erlaubnis der Frau hast. Wenn du noch nicht so sicher bist, dann wird dir das auf jeden Fall auch helfen. Und im Nachhinein, nach dem Flirt, wenn ich dich jetzt frage, hey, was hast du eigentlich mit der Frau geredet, könntest du mir gar keine klare Antwort geben, weil du einfach so sehr in den Flow dich geredet hast und intuitiv geflirtet hast, dass dir gar nicht mehr der Inhalt, dass es gar nicht mehr so sehr um den Inhalt ging, sondern eher um das zwischenmenschliche Nonverbale, was der Flirt subkommuniziert hat. Du kannst dir einen situativen Gesprächseröffner quasi vorstellen wie so einen kleinen Boost. Immer wenn dir spontan einer einfällt, dann nutz ihn. Wenn nicht, bringst du einfach den direkten Gesprächseröffner. Das ist immer noch besser, als wenn du die Frau gar nicht ansprichst, weil du nicht weißt, was du sagen sollst. Und das ist es auch schon. Immer wenn dir was einfällt, nutz es. Wenn nicht, wende weiterhin den direkten an. Jetzt möchte ich natürlich wissen, was du schon für situative Gesprächseröffner gebracht hast, was war dein bester, der bisher gezogen hat oder wenn du noch keinen verwendet hast, oh, welcher würde passen, ob du jetzt in der U-Bahn bist, ob du im Geschäft bist, im Café, welchen situativen Gesprächseröffner denkst du kommt gut an, der könnte ziehen bei den Ladies. Ansonsten wie immer abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video.